Jo, hallo und servus und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe von Let's Play Together Starbound. Wir reisen durch die Galaxis zusammen mit Matexus. Hallo Matexus. Hallo Mediamaniac, hallo Zuschauer. Ja, und ihr seht hier schon, also sowohl bei Matexus als auch bei mir, es gibt was Neues. Wir haben jetzt offensichtlich Haustiere auf unseren Schiffen. Und genau. Ich habe hier so ein kleines, ich habe keine Ahnung, aber es ist auf jeden Fall ein kleines so knuddeliges Alienvieh offensichtlich, das mir jetzt hier auch gerade freudestrahlend entgegenhüpft. Interagieren kann man mit den Viechern irgendwie nicht, aber ja, ganz nett anzuschauen. Also ich habe eine Katze und die läuft hier rum und die hat gerade auch in meinem Cockpit geschlafen. Genau, und deswegen beame ich mich jetzt auch mal zu dir. Oh mein Gott, es gibt einen neuen Beamscreen. Das sah ja nice aus. Gar nicht schlecht. Hallo Katze. Okay, das ist genau. Wirklich eine standardmäßige Katze. Gut, passt ja auch zum Menschen wahrscheinlich. Das kann sein, ja. Dass das daran liegt, dass ich ein Mensch bin. Oder sein sollte. Ja. Wie ich sehe, brauche ich ein bisschen Energie. Ich glaube, ich nehme mal eine Bandage zur Hand. Ja, stimmt. Ein bisschen brauchst du. Mal eben. Genau, wir hatten gerade auch schon nachgeschaut, wo wir jetzt stehen geblieben waren. Genau. Wir sollen ja immer noch unseren Faster-than-Light-Antrieb. Was, Free as a Bird oder a Fair Trade? In Progress. A Fair Trade habe ich hier und Free as a Bird. Bei den Quests. Genau, Free as a Bird. Das ist das mit Faster than Light Drive, also unser Überlichtgeschwindigkeits-Dingens-Antrieb. Den sollen wir reparieren. Und wenn man hier mit Sail spricht, dann sagt Sail uns eben, dass wir diese Kristalle brauchen, die wir aber nicht in diesem Sonnensystem finden, sondern wir müssen da durch dieses Sternentor gehen, das wir auch schon das letzte Mal besucht hatten. Also haben wir da wohl nicht gründlich genug nach diesen Kristallen gesucht, würde ich mal sagen. Und die zweite Quest, das war so eine optionale, war das, dass wir auf einem Waldplaneten Kaffeebohnen finden sollen und Kaffee machen. Okay. Ja, um was kümmern wir uns zuerst? Ich würde sagen, die Kristalle, oder? Ja, machen wir. Genau, dass wir einfach nochmal in dieses Sternentor schauen. Ja. Dann ja, kannst du einfach mal dahin fliegen und ich bleib so lange hier auf deinem Schiff. Genau, also ich habe jetzt hier Navigation, da steht jetzt hier Processing, das ist gut geladen. Jetzt habe ich hier dieses Sternentor. Das kann ich anklicken, ich kann natürlich auch noch rauszoomen, dann sehen wir hier wieder Planeten. Genau, und hier ist das Sternentor, Delta Neneto 51 System. Daneben ist Delta Neneto 51.6, hier sehen wir die ganzen Planeten. Irgendwo ist auch unser Heimatplanet. Ich glaube, da müssen wir noch ein bisschen weiter rauszoomen, um den zu sehen. Ja, jetzt habe ich mich ein bisschen verlaufen in dem System. ich starte ein bisschen die Karte nochmal. Wo müssen wir hin? Super, ich habe jetzt die Übersicht verloren. Sehr gut. Ich weiß nicht mehr, wo wir sind. Oh Mann. Ah, Moment, ich geh mal hier auf Bookmarks. Da gibt's doch bestimmt. Ah, da hätte ich was hinzufügen müssen. Na super. Oh Mann. Das ging schon mal richtig gut los hier. Ja. Ah, Your Ship. Kann ich das anklicken? Ah ja, okay. Gut. Jetzt habe ich hier das Sterntor und ich klicke auf Go. Ah, sehr gut. Kann ich das anklicken? Moment mal, ich glaube, ich kann es gar nicht anklicken. Nee. Angeklickt. Go. Achso, sind wir vielleicht sogar in einer Umlaufbahn um dieses Tor? Was hast denn du hier gemacht? Ich habe mir gedacht, ich muss einfach mal ein bisschen trollen zwischendrin. Ja, der hat mir hier den ganzen Raum voll mit Erde gemacht. Das war ja total super. Ja, sind wir tatsächlich schon da, meinst du? Das kann sein. Also ich nicht. Ich habe hier erstmal ein gewaltiges Problem mit Erde. Du kannst gerne nochmal kommen und das hier wegmachen. Ah ja, du bist schon auf dem Weg. Kann sein, dass wir schon in der Umlaufbahn um dieses Tor. Okay, das kann natürlich sein. Wir waren jetzt letztes bei dieser Station. Stimmt, das ist natürlich gut möglich. Ja. Wir müssen da auch noch sagen, dass wir vermutlich gefühlt 2 Monate nicht gespielt haben. Kann das sein? Boah, das ist sicherlich wahr, ja. Ja. Deswegen jetzt auch diese Überraschung bei den ganzen Neuerungen. Genau. Wie die Haustiere. Mal gucken, was es da sonst noch so gibt. Ja. So, haben wir das ja gleich.
Ja, einfach mal hier unnötig den Raum vollladen mit Dirt, mit Dreck. So, schauen wir mal. Beam down. Gucken wir mal, wo wir da sind. Siehst du, es gibt jetzt diesen neuen Beam-Bildschirm. Beam down. Ja, jetzt kann ich zu dir oder Beam down. Das ist cool, ja. Oh, und jetzt haben wir hier diesen Ladebildschirm. Genau, oh, ja, das meinte ich. Aber wir sind tatsächlich hier bei diesem Sternentor. Okay. Der wenigen Gravitation. Ja, wir mussten jetzt hier diese Kristalle finden. Ah ja, genau. Hier war dieses Tor, wo wir dann... Oh, guck mal hier. Hier gibt es jetzt mehrere Sachen. Outpost, da waren wir. Und Ark, Mysterious Ruin. Geh mal da mal hin. Zur Ruine. So, genau, ja. Mysteriös hört sich immer gut an. Ja, finde ich auch. Das hat ja fast was Hypnotisches, dieser Ladebildschirm. Ja, und er lädt und lädt und lädt. Ah ja, jetzt bei mir hat er jetzt auch fertig geladen. Okay, jetzt werden wir wahrscheinlich gleich von irgendwelchen üblen Monstern angegriffen. Oh, hier ist ziemlich dunkel, kann das sein. Ich nehme mir mal schnell eine Waffe zur Hand. Was habe ich denn für eine Waffe? Dieses Blunt Short Sword, was hatte ich denn mal verwendet? Ich leuchte hier mal so ein bisschen mit der Taschenlampe rum. Und vor allem sehe ich jetzt gar nicht die Waffen anzeigen, weil... Aha, ist das ungünstig. Oh, was ist das denn hier? Kann man damit interagieren? Petra, 62 Schaden macht der, 53. Oder kann man das abbauen? Ich muss hier schon wieder die Alien-Artefakte zerstören. Ja. Oh, tatsächlich. Oder nee, man kann es nicht abbauen, aber man kann drauf rumschlagen. Schade. Schade. Ich muss mal eben hier Waffen kontrollieren. Deine Waffen. Ich hier dabei. Iron Crafting Table. Ach, den brauchten wir ja. Ja, den dann, genau. Den habe ich auch noch dabei. Das war, glaube ich, auch noch eine Quest. Ja, dann lass doch mal gucken. Ja. Sollte vielleicht jemand Licht dabei haben, ne? Ja, hier geht's runter. Ich habe schon geguckt. Da war ich schon. Hier, das ist so ein. Irgendwie ein Hologramm, aber damit kann man, glaube ich, nichts machen. Ich habe schon versucht, es kaputt zu hauen, aber es geht nicht. Okay. So. Kann man hier den Boden auflösen? Oh, ist es so eine Art Labyrinth vielleicht? Oh, das wäre ja fies. Moment, jetzt will ich mal gucken. Mal hier den Hintergrund. Ne, das heißt, es geht nicht, ne? Wenn ich so ein Geräusch höre. Das müsste man... Oh mein Gott. Oh, das sieht interessant aus. Hier muss man irgendwelche Sachen einfügen bestimmt, oder? Hier sind ja so Löcher, so Aussparungen. Das kann sein. Oh, guck mal hier im Hintergrund, das sieht ja... Oh, was ist denn das hier? Ein Riesenauge oder was ist das? Oh mein Gott, das wäre es jetzt, wenn jetzt hier so ein fettes Monster erwachen würde. Wir wollen es nicht verschreien. Also ich... Also ich glaube, das ist bestimmt irgendwie ein Rätsel, oder? So wie das aussieht. Ja, das denke ich auch. Das hat hier ein bisschen was von Diablo 2. Stimmt, ja. Oder generell von Diablo. So diese, okay, dieser, hier ist Ende. Diese Geräusche im Hintergrund. Ja, Moment, Ende heißt ja nicht Ende. Ende heißt ja nur, wir haben... Ja, aber ich glaube, du kannst hier nichts abbauen, ne? Du hast Licht? Okay. Ah, scheiße. Warte mal. Aber man kann hier auch nichts bauen. Verdammt. Das heißt, wir kommen hier nicht höher. Außer vielleicht, wir hätten sowas wie den Double Jump. Aber den haben wir ja leider nicht. Schauen wir mal auf die andere Seite, was da war. Ja. Ja, aber das sieht ja toll aus hier. Das kann man hier wirklich nicht anklicken. Nee. Ich habe schon ausprobiert. Ja. Auch den Felsen kann man nicht abbauen, ne? Okay. Aber ich glaube auf jeden Fall, das hier ist wahrscheinlich das Tor ins Labyrinth. Ach, guck mal, hier oben ist tatsächlich so ein riesen Tentakel. Siehst du das? Oben rechts. Ich weiß nicht, ob deine Auflösung groß genug ist, dass du das siehst. Genau. Ja, aber ich sehe das. Ich sehe ja auch dieses Auge hier. Ja, das ist bestimmt hier ein Labyrinth. Und hier in der Mitte ist irgendwie so ein... Na guck mal, man könnte ja sagen hier... Irgendwie so ein Mechanismus, dass man in die unterschiedlichen Gänge dann kommt zum Drehen. Man sieht hier in der Mitte so ein Auge, rechts so ein bisschen so ein Tentakel und links nochmal so ein Fortsatz. Naja. Na gut. Schauen wir mal in die andere Richtung, ob da noch was war. Genau. Und vor allem das hier, guck mal hier. Das ist doch sowas wie ein Sitz, ein Cockpit-Sitz. Ein Cockpit-Sitz? Ja? Ein Cockpit-Sitz? Na klar. Echt? Cockpit-Sitz, rechts und links die Armlehnen. Auf der rechten Seite ein Planet mit Ringsystem, auf der linken Seite ein Planet. Ach so. Und? Gut, ich dachte, das wäre irgendwie ein Mensch mit zwei Planeten in der Hand. Ja. Ja. So, hier unten ist aber nichts, kann man, ne? Kann man hier vielleicht einfach an der Treppe vorbeigehen? Nee, man kann das, glaube ich, nicht abbauen hier.
So. Mal andere Seite. Oh! Ist hier was drin? Nein, schade. Was ist denn das? Oh, hier kann man schlafen in dem Zelt. Okay. So. Okay, aber hier geht's dann auch nicht mehr. Ist das ja seltsam. Aua. Nur. Ne, man kann hier auch nichts abbauen. Man kann alles nicht entfernen. Hm, sehr mysteriös. Ja. Also wir haben ja hier dieses Tor gehabt. Wir gehen nochmal zum Tor, würde ich vorschlagen. Und dann schauen wir, ob wir da von da aus noch weiterkommen. Ich glaub, das hier ist bestimmt irgendwie sowas, so ein Late-Game-Zeugs. Turn to Gate steht hier nur, ja. So, jetzt müssen wir uns hier wieder wegbeamen zum Outpost. Ja, genau. Survivor's Settlement. Also die Siedlung der Überlebenden, aber wovon Überlebende? Genau. Oh, guck mal, hier ist ein Hund. Sicher was getan? Da ist ein Hund, tatsächlich. Kann man den mitnehmen? Kann man den abbauen? Kann man den mitnehmen. Kann man den abbauen, das ist sehr gut. So, und wir brauchen jetzt hier diese komischen Kristalle. Ich glaube, in einem von meinen Kommentaren hat irgendein Zuschauer reingeschrieben, dass man sich hier wohl auch Benzin kaufen kann. Ja, aber wir brauchen ja Kristalle und nicht Benzin. Genau, hier kann man sich dieses Benzin kaufen, dieses Arceus-Benzin. Und wir brauchen die dementsprechenden Kristalle dazu. Genau. Da würde ich doch vorschlagen, schauen wir mal. Gehen wir hier rein. Kann man, ob man die sich irgendwo kaufen kann. Brustlockers. Tja, so eine Wassermaschine. Terramat. Kochen. Terramat. Schau mal, was ist denn der Terramat? Der hat wahrscheinlich nur Sachen zum Essen, ne? Ja. Ja. Oh, da kann man sich aber... Ah! Am Terramat kann man sich für 800 Pixel ein kleines Häuschen, eine kleine Hütte für sein Haustier kaufen. Ach, und Sachen zum Spielen fürs Haustier kann man sich hier auch kaufen. Einen kleinen roten Ball. Und eine Essensschale. Eine Essensschüssel. Futter. Ja, Fressschüssel. Das, ja. Oh, ist das schön. Das ist ja albern. Das ist ja albern. Albern. Haustiere brauchen wir nicht. Was sind Haustiere hier? Genau. Oh, was ist denn das hier? Ist das ein Kühlschrank? Ah, hier gibt es wieder eine Quest, oder wie? Oh, hier gibt es einen Kühlschrank. Die kann man sich... Hallo? Kann man die einfach nehmen? Help, I need somebody. Ah ja, interessant. Wo bist du jetzt? Ich bin gerade oben. Da war so eine Quest, da ist so ein Typ oder so eine Tussi mit Ausrufezeichen. Also ich bin quasi im ersten Stock. Okay, ich kann hier einen neuen Bookmark machen. Outpost, nenne ich den mal einfach. Okay, und die Frau hat ein Notsignal bekommen. Okay. Ah, einer Mineneinrichtung, also aus einer Mine. Notsignal aus einer Mine. Vielleicht kriegen wir in dieser Mine dann auch die Kristalle. Das wäre möglich. Ja. Ich gehe jetzt mal hier rechts raus aus dem Posten oder aus dem Außenposten. Oder hol dir dann auch mal die Quest, weil du kriegst von der noch was. Du kriegst einen Raumanzug, damit du so im Raum atmen kannst. Gut, dass ich gerade im Raum bin. Aber ja, klar, mach ich mal. Huch. Und wir müssen uns erst ein Set quasi Stahlrüstung bauen. Dann gibt's hier uns die Koordinaten. Das heißt, da sind wahrscheinlich Gegner drin. Aber ich nehme die Quest jetzt einfach mal an. Wo ist denn... Ach, du bist hier links. Ja, dann... Wo ist denn die Dame? Ich glaube, die ist gerade hier hochgelaufen. Die da müsste es gewesen sein. Die, was da gerade so rumbackt. Hat die ein Ausrufezeichen über dem Kopf? Ja. Ja, genau, dann war das die. Need somebody, set of steel armor. If you can make... Okay. Mal auf dem Klo. So, kann man auch das Pissoir benutzen? Nein, das ging nicht. Design? Achso, das hier war... Ne, ich geh mal nach ganz rechts. Genau, ja. Wir brauchen auf jeden Fall irgendwie diese Kristalle. Aber wäre eigentlich eine Vermutung, dass das hier... Was hat denn dieser Two-Stop-Teleshop für Zeugs? Der hat nichts. Der hat nichts, was wir kaufen können. Der hat nur teure Sachen. Oh mein Gott. Und der Laden, der draußen vor der Tür steht, der hat illegales Zeug. Das können wir uns... Also der möchte mit uns nicht reden. Wir sind nicht die richtige Person. Ach so, okay. Okay, so hier ist wahrscheinlich das Ende. Und ich sollte nicht drüber hinwegspringen. Nee, das würde ich dir jetzt auch nicht raten. Ja, hier kann man auch nichts abbauen, ne? Okay. F-
fehlt hier der Baseballschläger, ne? Aber ist das falsche Spiel. So. Ui. Gut, dann haben wir jetzt keine Ahnung, wo wir hin müssen. Das ist doch schön. Genau. Vielleicht nochmal links rum gucken. Vielleicht müssen wir auch einfach hier wirklich die ganzen Quests erfüllen, bis wir die Kristalle kriegen. Oder diese Mine einfach, würde ich fast vermuten. Diese was? Diese Mine? Ja, in dieser Mine, dass es da diese Kristalle gibt. Welcher Mine? Wo wir zur Quest hin müssen dann. Also wir müssen zuerst eine quasi Stahlpanzerung bauen. Moment. Ach so, okay. Genau, damit die uns die Koordinaten für die Mine gibt. Und hier gibt's ja keine Kristalle, ne? Nee. From a lunar mining facility near here? Ja, na klar, okay, das ist sicher, na klar ist es das. Das muss es sein. Also in einer Mine, wo man dann diese Kristalle abbauen kann. Selbstverständlich ist es das. Und ich gucke jetzt mal links noch vom Portal, aber ich glaube, da war auch nichts mehr, ne? Ja. Ja, nee, hier ging es auch nur runter. Okay. Den Hund kann man auch nicht angreifen. Aber ich glaube, du kannst die Menschen hier angreifen, oder nicht? Aber ich glaube, dann gehen die alle auf dich los. Ich würde vorschlagen, wir gehen zurück zum Schiff und gehen dann auf den Planeten runter. Zu unserem Heimatplaneten, genau. Und dann schauen wir mal, ob wir uns vielleicht sogar unsere Stahlrüstung schon basteln können. Genau. Also jetzt muss ich hier irgendwie beam to ship, genau, auf dein Schiff. Dann reisen wir einfach mal mit dir weiter. Beam to ship, genau. Oh, die Katze, oh, wie sie gleich auf mich zugerannt kommt. Was? Frag jetzt, oh, sie liebt mich. Oder sie wartet auf dich? Nee, dich ignoriert sie, sie mag nur mich. Tut mir leid für dich. Nicht. Ja, sie läuft. Geh mal in die andere Richtung. Sie geht dir hinterher. Was hast du mit meiner Katze gemacht? Ich weiß nicht. Ich bin der Lord of Love, ja. Das wird sein. So, ich versuche mal die Koordinaten zu unserem Planeten zu finden. Genau, aber ich glaube, den haben wir sowieso als Heimatplanet markiert, also sollte man da irgendwie hinkommen. Das sagst du. Ich sehe hier nur your ship. Kann ich eigentlich mit deinem Schiff fliegen, würde mich mal einfach so interessieren. Ich weiß es nicht. Ich versuche jetzt mal. Ich mache jetzt mal einen Bookmark. Warte mal, und das nenne ich dann Sternentor. Du weißt es doch, oder? Mhm, genau. Stargate. So, genau. Genau, aber das sollte ich vielleicht auf meinem Schiff auch mal machen. Wie hieß denn unser Planet? Delta Neto war es nicht, ne? Beam down. Wie komme ich jetzt eigentlich auf mein Schiff wieder? Oh. Musst du auf die Plattform gehen und dann kannst du es da anwählen. Beam down. Ich kann mich nur zu dir und runter beamen. Also ich kann mich zu dir beamen. Oder wenn ich erstmal wieder runtergehe, kann ich dann vielleicht auf mein Schiff? Wie hieß denn der Planet, auf dem wir waren? Ja, das wüsste ich. Also bei mir stand damals irgendwie Home. Bei mir auch. Früher mal. Ich sehe Gentle Star, Radioactive Star. Ich sehe aber nirgendwo was von Homestar oder sowas. Fury Star. Jetzt. Nee, wie komme ich denn jetzt? Sehe ich auch. Ich sehe so eine kleine, unscheinbare grüne Markierung, die mir vielleicht sagt, dass das unser Heimatplanet ist, aber. Ich komme auch. Ach, jetzt bin ich wieder auf meinem Schiff. Ja, schön. Okay. Oh, hallo. Hallo. So. Überhaupt dann keine Ahnung. Schauen wir mal, wo wir hier sind. Wie komme ich denn hier? Bookmarks, add Bookmark. Das mache ich jetzt hier auch mal. Es war einer dieser Delta Nenito Sterne. Ja, klar. War das vielleicht 2, 51, 2? Warte mal, wie gehen wir das denn jetzt nochmal? Achso, man kann ja hier rausklicken. Ah, ich sehe es auch. Ich sehe gerade, man kann einfach den Planeten anklicken und dann sieht man den Planeten. Wir hatten einen. Ah, okay. Das gibt vielleicht mal ein bisschen mehr Infos. Wir hatten einen. Irgendeinen Planeten. Müssen wir mal gucken. Oh Gott. Man kann die alle anklicken und dann kann man dann sehen. Delta Neneto, war das nicht 4? Ich sehe. Ich habe keine Ahnung, auf welchem die schon waren. Oh mein Gott. Das wird sich alles. Ich dachte, wir hatten doch mal irgendwas als Heimatplanet markiert. Ja, das wird sich durch das Update geändert haben, denke ich. Ich denke, es war hier dieser 51.2. 51.2? War das nicht 51.4? 51.4? War das nicht diese Dreierkonstellation? Ich weiß nicht. Ich sehe keine. Doch, das ist 5, das ist 2, das ist 1, das ist 3. Ah, da ist 4. Ah, ja, 4. Ich hatte gerade. Ja, und dann, auf welchem waren wir dann? Das ist jetzt die Frage. Can't land. Ich fliege einfach mal zu 4B.
Ja, dann komme ich mit. Wir können uns ja, oder teilen wir uns mal kurz auf vielleicht, dann finden wir es vielleicht eher. Also ich fliege jetzt auf jeden Fall mal zu 4B. Ich bin jetzt auch hoffentlich zu 4B. Achso, okay. Ah, das 4B. Wir hätten mal unsere letzten Folgen angucken sollen. Ja. Es würde aber auch bedeuten, es hätte bedeutet, dass wir das Problem gewusst hätten, ne? So. Ich bild mir ein, in der letzten Folge oder in der vorletzten, da konnte man irgendwas als Heimatplanet markieren. Ja. Und ich glaube, wir waren sogar auf einem anderen Planeten gewesen, ne? Meinst du? Ich glaube schon, war man das nicht? So, ich schau jetzt mal. Ich spiel mich jetzt hier mal runter. Ich mich auch. So, ich kann mich übrigens auch zu Lord of Love beamen. Genau. So, ich spiel mich jetzt mal hier runter. Nee. Oh, nee. Was sehe ich denn hier? Ich sehe hier eine Kiste. Oh, hier ist ein Fliegeviech. Das war auf jeden Fall nicht unser Heimatplanet, da hast du recht. Feuerschwert, ein paar Pixel, die nehme ich mal mit. Oh nein, hier sind ganz andere Tiere. Glück ist die Wecker, nee. Also, da sind wir ja wieder falsch. Na gut. Ja, Imoan drauf. So, gut. Und das Ganze ohne vorher den Quirk gemacht zu haben. Warum bin ich jetzt auf deinem Schiff? Warum nicht? Bleib einfach hier, dann lass mal dein Schiff in der Umlauf. Kann ich jetzt fahren. Eigentlich. Okay, ich kann mit deinem Schiff nicht fliegen, das ist ja auch mal interessant zu wissen. Ja. Processing, dann sind wir jetzt auf dem. Gehen wir dann mal zu A. Aha. Aber ich glaube, es war auf jeden Fall in diesem System. Ich meine mich an die Zahl 4 erinnern zu können. Ja, das kann gut sein, ja. Ja, hoffentlich wurden durch das Update nicht irgendwie alle Planeten verändert. Fatal. Da hätten wir nämlich unser ganzes Inventar oder Teil unseres Inventars. Das wäre echt scheiße. Ja, das wäre ungünstig. Schauen wir mal. Sieht das. Aber ich glaube nicht, dass wir im Hintergrund den Planeten da oben hatten. Ja? Wenn nicht, glaube ich. Schauen wir mal. Ja. Tja, Folge unter dem Motto auf der Suche nach unserer Heimat. Nee, das war's nicht, oder? Nee, hier sind schon wieder ganz andere Tiere. Nee, das war's nicht. Nee. Ja, die Folge könnte man nennen Heimatlos oder. Heimatlos. Wie auch immer, ne? Das ist gut. Auf dem Weg nach Hause vielleicht. Ach, jetzt bin ich wieder auf meinem Schiff. Das ist ja kurios. Dabei ist dein Schiff ja in einem ganz anderen. Bei einem ganz anderen Planeten. So, wir waren jetzt bei 4A. War das vielleicht der rote bei 4C? Das könnte ich mir gut vorstellen. Schauen wir mal. Ich dachte auch irgendwas mit einem roten Planeten da, dass sowas mit einem roten Planeten war. Ich hatte das so in Erinnerung, dachte ich, aber. Mhm. Ich fliege da jetzt auch mal hin. Ja. So, während wir hier springen, verlasse ich mal das Cockpit. Verantwortungslos wie ich bin. So. Mein Haustier wundert sich auch gerade, was wir hier machen. War der rot? Kann das sein? Ich sah das glaube, so aus? Naja, rot war ja selbst nicht, aber ich dachte, das sieht gar nicht mal schlecht aus. Ja, hier ist ja auch schon eine Fackel. Das können ja nur wir gewesen sein. Ja, und hier ist die, ja, wir sind da. Hey, hurra, Heimat. Ja. Hier ist das Wasser, was wir da, ja. Ja, wunderbar. Mitsamt Keller. Heimat, wer hat die Tür offen gelassen? Letzte Kuh macht Türe zu, ist das Motto, ne? jetzt habe ich mich ausgesperrt. Warte mal. Dann würde ich mir diesen Planeten jetzt gerne einfach mal direkt als Heimat markieren in meinem Schiff. Das ist eine gute Idee. Damit wir das nicht vergessen. Na, natürlich die Tür zu. Oh, wie das Haustier auf mich zugesprungen kommt. Ist ja so niedlich. So, bei mir steht's aber schon. Ah, doch, jetzt läuft's. Mark. Heimat. So. Das? Wo kannst du denn das machen? Stargate. Ah ja, da. Genau, im Cockpit. Den nenne ich dann Heimatplanet. Heimatplanet, wie heißt der? Was ist das hier eigentlich? Ist denn der gleich? So. Deneto, ne? Genau, irgendwie sowas. Deneto 4C. Muss das gewesen sein. So. Deneto.
Manito. Ja, sehr gut. Da sind wir jetzt fast am Ende der Folge auch endlich angekommen. Wir haben... Genau. Oh, hier gibt's aber jetzt neue Viecher, kann das sein? Das sieht irgendwie fremdartig aus. Tust du mir was? Oh ja, es tut... Oh, geh weg. Wo bist denn du jetzt? Ich dachte, ich wäre jetzt auf meinem... Bist du auf seinem Schiff? Aua. Nein, 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 nicht gut, nicht gut. Wo bist denn du jetzt gerade hin? Ich bin wieder auf dem Planeten unten. Dann sag das doch. Ich habe hier nur gerade einen Eingeborenen bekämpft. Sind da neue Tiere auf unserem Planeten? Ja, irgendwie schon. Das Viech sah gerade seltsam aus. Mal direkt meine dicke so. Axt hier rausholen. Kann man hier nochmal kurz Sachen kochen. Und wir haben Regen. Oder? Hört sich das nur so an? Genau, es regnet gerade. So. Damit wir noch was Sinnvolles gemacht haben, hier koche ich mal schnell ein bisschen Fleisch. Ich ernte nochmal eben draußen. Oh, was ist denn hier für ein Tier? Ach du Schande, da kommt ein großes Tier auf mich zu. Ja, genau, das Viech, das habe ich auch gerade kaputt gemacht. Genau, oh, wir haben ja so viele von diesen Core-Fragments auch gesammelt. So, ich ernte hier mal. Ja, dann sortiere ich hier nochmal ein bisschen ein in dieser Folge. Copper Bars hatte ich auch ein paar dabei, glaube ich, genau. Einige sogar. Silber, 95 Iron. Ich ackere das Feld noch einmal. Ach genau, diesen Iron Crafting Table, den können wir noch irgendwo hinsetzen. Das stimmt, den setze ich gleich auch nochmal wohin. Ich werde jetzt nochmal eben ein bisschen was an Korn pflanzen, aussehen. Sehr gut. Ich setze mal meinen Crafting Table hier runter in den Keller. Dann sehen wir vielleicht zumindest schon mal, was wir für unsere Stahlrüstung brauchen. Oh, hier kommt irgend so ein Vogel angeflogen. So. Iron Crafting Table. Was kann man da jetzt alles machen? Oh, einen neuen Bogen. Ist ja geil. 15 Stahlbarren. Wie macht man denn Stahlbarren? Oder haben wir Stahlbarren? Ne, wir haben nur Eisenbarren, oder? Wie macht man denn Stahlbarren? Aus Eisen, würde ich meinen. Ja, ja, das ist mir klar, aber mit welcher Maschine? Gute Frage. Ah, ich würde sagen, okay, ich hab's. Wir brauchen als nächstes einen Alloy Furnace. Und ich würde sagen, wir schauen uns das in der nächsten Folge an. Genau. Ich gucke hier noch gerade. Was kann man hier noch so für geilen Scheiß jetzt machen? Werkzeug. Okay, auf jeden Fall allen möglichen coolen Kram. Genau. Dann begebe ich mich mal zu dir. Kannst du schon mal deine laute Stimmen? Genau. Setz mich ans Lagerfeuerchen. Und dann würde ich sagen, Gott, ist das laut. Ja. Verabschieden wir uns von euch. Wir hoffen, euch hat es wieder Spaß gemacht. Wenn das der Fall ist, lasst uns gerne ein Däumchen nach oben da, ein Kommentar oder ein Abo, wenn nicht vorhanden. Würden wir uns freuen. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Together Starbound. Macht's gut, bis bald und Servus. Tschüss. Und warum spielst du Weihnachtslieder? Nur so. Okay.